Hallihallo, eine weitere Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode werden wir ein neues Widget bzw. Element unserer GUI kennenlernen. Und zwar ein sogenanntes Dropdown-Menü. Das habt ihr bestimmt auch schon mal in irgendeinem Programm gesehen. Das ist einfach ein Feld, das man anklicken kann. Dann klappt es so nach unten aus und dann hat man da mehrere Auswahlmöglichkeiten, was man jetzt eben anklicken will. Und dann passiert halt irgendwas. Wir machen es einfach so, dass dann was kurz im Chat hier, neben Chat in der Konsole, jetzt sage ich schon Chat, so ein Quatsch, ist natürlich die Konsole, dass da einfach kurz was ausgegeben wird. Das ist natürlich jetzt kein praktischer Nutzen. Allerdings, wenn ihr dieses Tutorial verstanden habt, dann könnt ihr euch da bestimmt schon eine Million nützliche Sachen euch vorstellen, die ihr dann eben mit so einem Dropdown-Menü machen könnt. Obwohl allgemein eigentlich das Dropdown-Menü eben genannt wird, heißt es in Java leider ein bisschen anders. Und zwar heißt es da J-Combo-Box. Das machen wir einfach mal. J-Combo-Box. Den nenne ich jetzt einfach mal Dropdown-Menü. Natürlich noch importieren. So. Und beim Erstellen dieses Dropdown-Menüs beziehungsweise dieser J-Combo-Box können wir dort ein String-Array übergeben, was alle Auswahlmöglichkeiten beinhaltet. Ihr werdet gleich sehen, was das zu bedeuten hat. Zunächst mal, ich bin nicht ganz sicher, ob ich diese Möglichkeit schon mal gezeigt habe, ein Array zu definieren, die gleich kommt, aber ich erkläre sie einfach gleich nochmal. Und zwar zunächst mal hier Drop Down-Menü ist gleich New J-Combo-Box und hier können wir eben ein Array übergeben. Das können wir so definieren: String, ich nenne es einfach mal ganz stupide Namen, keine Ahnung. Und da können wir jetzt in geschweiften Klammern die einzelnen Indizes direkt angeben, getrennt mit einem Komma. Also zum Beispiel hier AAA, BBB, CCC und so weiter. Wenn wir das so machen, dann müssen wir auch keine Länge von dem Array angeben, weil Java beim Compilen direkt rausliest, ah, okay, wir haben hier 1, 2, 3. Okay, dann ist die Länge eben 3 und dann speichert es ins Indice 0 AAA, ins Indice 1 das, ins Indice 2 das und ist dann fertig. Also man kann sagen, ich kommentiere das mal hier aus. Das ist genau das gleiche wie String Namen ist gleich New String von der Länge 3. So. Und dann Namen an der Stelle 0 ist gleich AAA. Namen an der Stelle 1 ist gleich BBB. Und Namen an der Stelle 2 ist gleich CCC. Man sieht direkt, also das ist speichert, Quatsch. Das spart einem sehr, sehr viel Schreibarbeit, wenn man das einfach so schreibt, anstelle, wenn man das eben so ausführlich schreibt. Das Ganze geht auch noch genau gleich mit einem Int-Array zum Beispiel. Also Int Zahlen ist gleich geschweifte Klammer auf und dann eben nicht in Anführungsstriche, weil es handelt sich hier eben nicht um einen String, sondern ganz normal um Zahlen. Da können wir da einfach so mit einem Komma getrennt irgendwelche Zahlen da rein. Und ja, geschweifte Klammer zu. So, und dann noch das Semikolon natürlich nicht vergessen. Und dann liest auch hier wieder Java 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann muss ich ein Array der Länge 6 eben erstellen und dann kommt das in die 10. 0, 1, 2 und so weiter. Gut, das war kurzer Crashkurs zum Definieren von Arrays nochmal. Und jetzt übergeben wir hier einfach das an die J-Combo-Box Namen und adden das dann am Ende noch add Namen und führen das Ganze dann aus. Okay, ein Error. Wo habe ich add Na Ups, nicht, ach Quatsch, nicht Namen müssen wir adden, sondern Dropdown-Menü. Mein Fehler. Dropdown-Menü. So, jetzt geht's aber. Und dann haben wir hier unser Dropdown-Menü, wo wir eben die ganzen Auswahlmöglichkeiten haben.
Da passiert jetzt natürlich noch nichts, wenn wir das jetzt einzeln anklicken, weil wir haben noch keinen Listener, der darauf hört. Und den machen wir jetzt einfach. Der Listener, den wir dafür brauchen, der heißt ItemListener. Da mache ich eine neue lokale Klasse, Private Class ItemHändler Implements ItemListener. Natürlich noch importieren und die Methoden implementieren. So. Wenn wir jetzt irgendwas auswählen, zunächst mal in unserem Dropdown-Menü, dann wird immer eben diese Methode hier ausgeführt und da können wir jetzt eben reinschreiben, ganz normal wie ihr es eben schon von anderen Episoden von Listenern generell kennt, was jetzt passieren soll. Zum Beispiel soll er einfach mal ausgeben, sysout changed to und dann noch plus drop. Down-Menü.getSelectedIndex. Auf die Art und Weise wird einfach, also das führt eine Methode aus in Dropdown-Menü und das liefert eine Zahl zurück, wo darstellt, welcher Indiz von unserem Array hier gewählt wurde. Also wenn jetzt AAA ausgewählt wurde, dann kommt da eben 0 zurück, hier kommt 1 zurück, hier kommt 2 zurück und so weiter. Wenn wir das jetzt ausführen, natürlich noch den Listener dazu adden, Dropdown-Menü.addItemListener, New Item Handler. So, jetzt geht's. Dann passiert etwas, was wir eigentlich nicht erwarten würden, wenn wir jetzt nämlich B auswählen. Dann kommen hier auf einmal zweimal Change to 1. Und wenn wir hier AAA auswählen, dann kommt zweimal Change to 0 und bei C ist es genauso, Change to 2. Woran liegt das jetzt? Das ist ja jetzt ein bisschen seltsam. Dieser Item-Händler wird nicht nur einmal ausgeführt, wenn wir einen Change machen, sondern zweimal. Das merken wir hier schon, aber woran liegt das? Naja, es ist logisch eben so implementiert, dass er ausgeführt wird, wenn der Zustand, der hier drin ist, geändert wird. Und, also wenn sozusagen, wenn wir den Zustand von AAA ändern und er wird nochmal ausgeführt, wenn wir irgendwas anderes dann dazu geändert haben, sozusagen. Also einmal, wenn wir von einem Item weggehen, wird es ausgeführt und wenn wir zu einem Item eben wieder hingehen, sozusagen. So könnte man sich's vorstellen. Und das wollen wir natürlich nicht unbedingt. Also das ist in den meisten GUI Fragen sogar eigentlich relativ egal, aber wir sagen jetzt einfach mal, wir wollen das nicht. Und zwar können wir hier jetzt erstmal checken nochmal, ob er jetzt gerade ein Item verlassen hat oder ob er gerade zu einem Item hingegangen ist. Und das geht mit einer ganz normalen if-Abfrage. If event, natürlich müssen wir hier das Item Event auch Event nennen und nicht nur E. Punkt get state change. Und das muss das gleiche sein wie itemEvent.selected. Hier sehen wir auch noch, es gibt auch noch deselected, also wenn wir eben etwas verlassen oder wenn wir eben etwas auswählen, dann heißt es selected. Und wenn das jetzt eben gegeben ist, dann soll das hier ausgeführt werden. So, speichern und ausführen. Und dann wähle ich einfach mal hier BBB aus. Und wir sehen, es wird nur noch einmal ausgeführt. Gut, das war's im Prinzip schon wieder zu dieser Episode. Wie ihr merkt, habt ihr den durch Dropdown-Menü Get Selected Index kriegt ihr einfach sozusagen einen Int-Wert zurück, der darstellen soll, zu was denn jetzt gerade gewechselt wurde. Und wenn ihr jetzt hier drin nochmal ein paar If-Schleifen macht, also if na Dropdown-Menü.getSelectedIndex gleich 0, dann soll hier irgendwas ausgeführt werden. Else if Dropdown-Menü.getSelectedIndex gleich 1, dann soll hier was ausgeführt werden und das gleiche dann auch noch mit 2, dann soll nochmal irgendwas anderes ausgeführt werden. Theoretisch könnte man das hier auch noch mit einem Switch Case machen, anstatt mit einem If-Else. Das ist ja
für int eigentlich ein bisschen besser, wenn man das mit Switches macht. Aber gut, ich denke mal, ihr habt es verstanden bis hierher. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Jetzt hat er gerade die Aufnahme nicht beendet. Das schneide ich nicht raus, weil ich gerade fail und ich finde es immer witzig, wenn es am Ende noch ist. Ah, hier. Okay. Bis zum nächsten Mal.